An diesem Freitag beginnt das internationale Filmfestival in Sarajevo. Nach einer reinen Online-Ausgabe im vergangenen Jahr endlich wieder ein echtes Festival mit Filmverführungen, Premieren und Publikum. Direktor Mirsad Puribatra erklärt im Vorfeld, die aktuelle Pandemielage in Bosnien-Herzegowina erlaube die Rückkehr zum normalen Format. Es solle ein Festival werden, bei dem die Menschen wieder in die Kinos zurückkehren. Insgesamt sind in Sarajevo mehr als 250 Filme aus 60 Ländern zu sehen. Den Auftakt macht der neue Streifen des bosnischen Regisseurs Dane Stanovic, Not So Friendly Neighborhood Affair. Der diesjährige Ehrenpreis des Festivals, das Herz von Sarajevo, geht an den deutschen Wim Wenders in Anwesenheit des Regisseurs. Auch der mexikanische Filmemacher Michel Franco wird ausgezeichnet. Das Festival geht bis zum 20. August.